Nintendo präsentiert Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Wie fit ist Ihr Hirn? Ja, da schüttelt er schon mit dem Kopf. Der scheint schon zu ahnen, was mit meinem Hirn los ist. Ja, heute spielen wir eine Runde Dr. Kawashimas Gehirnjogging auf dem 3DS. Ihr seht schon, es ist sehr ungewöhnlich eingestellt. Es ist halt so bei diesem Spiel, dass beide Bildschirme benutzt werden. Und zwar in dieser ulkigen Formation hier. Wir beginnen mal mit Übungen. Zack, wir beginnen einen neuen Spielstand. Guten Tag, mein Name ist Ryuta Kawashima. Ich will Ihnen helfen, Ihr Gehirn zu trainieren. Das freut mich sehr. Bitte überprüfen Sie vor dem Training Datum und Uhrzeit. So ungefähr. Datum passt auch. Ja. Mit welcher Hand schreiben Sie normalerweise? Der hier, das ist rechts. Trainieren Sie Ihr Gehirn nicht regelmäßig? Sinkt seine Leistungsfähigkeit ab dem 20. Lebensjahr. Oh wei. Ich bin 20 demnächst. Es ist genauso wie mit der körperlichen Kraft. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wie den Körper können Sie auch das Gehirn trainieren. Überspringen. Ja, wissenschaftlich und so weiter und so fort. Biounterricht. Ich will spielen. Eine Frage habe ich allerdings noch. Bei einigen der Aufgaben sollen Sie laut antworten. Befinden Sie sich in einer ruhigen Umgebung und können Sie reden? Ja. Sie müssen laut antworten. Okay. Bitte nennen Sie die Farbe, in der die Schrift auf dem DS erscheint. Insgesamt gibt es hier 4 verschiedene Farben. Das ist schon mal ein breites Farbspektrum. Lesen Sie nicht ab, was auf dem Bildschirm steht. Nennen Sie die Farbe, in der die Buchstaben erscheinen. In diesem Test wird die Arbeit Ihrer Stirnlappen getestet. Okay. Okay. Beginnen. Der erste Test startet in 2 Sekunden. Los. Gelb. Schwarz. Rot. Schwarz. Blau. Rot. Blau. Schwarz. Rot, schwarz, gelb, blau, gelb. Ich glaube, ich habe es verstanden, wie es funktioniert. Schwarz, gelb, rot, blau, schwarz, rot, blau. Schwarz wie die Nacht. Nicht schwarz, sondern rot. Rot. Das ist blau. Schwarz. Das ist nicht schwarz, das ist rot. Rot. Das. Gelb ist das. Blau. Gelb. Ich würde mal sagen schwarz. Gelb. Blau, wenn ich mich nicht komplett irre. Rot. Rot wie das Blut. Rot. Schwarz. Gelbe.
Schwarz. Gelb. Schwarz. Rot. 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 Schwarz. Rot. Blau. Gelb. Schwarz. Schwarz. Blau. Gelb. Schwarz. Schwarz. Blau. Schwarz. Hervorragend. Ich habe Sie noch gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Okay. Dabei müssen wir doch das Ergebnis Ihres Tests bestimmen. In einer individuellen Datei abspeichern. Schreiben Sie auf der rechten Bildschirm Ihren Namen. Gibt es ein Autogramm von mir? So ähnlich. Was habe ich jetzt unterschrieben? Was habe ich unterzeichnet? Ja, Alter, muss ich ja auch noch erfahren. Na, er will jetzt alles von mir wissen. Will er auch noch meine Adresse haben? Will er meine Bankkontonummer haben? Und meine E-Mail-Adresse? Ihres Geburtsjahres? Ach, 1900. Ja, das darfst du wissen. Das ist natürlich... Warum gibt es keinen 1800 und 1700? Kann auch sein, dass ich 800 Jahre alt bin und irgendwie 1230 geboren wurde. Als Zwerg Erebors. Ja, das ist richtig. Monat Ihrer Geburt. Achso, nicht in der Monat. Hör richtig zu, das ist der 9. Zuletzt noch Ihr Geburtsdatum. Der 3. Wir nehmen den 3. Überprüfen Sie bitte Namen und Datum. Zwergi, 3.9.1997. Richtig. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK oder löschen Sie sie mit Neu. Nope. In Ordnung. Was? War so klar. Herzlichen Dank für die Berechnung. Nehmen wir an, dass das Gehirn mit 20 Jahren am leistungsfähigsten ist. Na gut, da bin ich in einem guten Alter für. Okay, hier haben wir das Menü. März 25. Haben wir Alterstest, Training, Grafik und weitere Optionen. Da müssen wir direkt mal in den Alterstest starten. Das geht so nicht. Das können wir absolut nicht so behalten mit... Richtiges Alter 80. Ja. Ich weiß, das ist irgendwie richtig, aber das müssen wir korrigieren. Das Ergebnis des Altertests wird pro Tag nur einmal gespeichert. Aber bevor wir beginnen, muss ich Sie noch etwas fragen. Ja, ich bin in einer ruhigen Umgebung und kann frei sprechen. Ach, das hatten wir doch gerade eben. Das können wir getrost überspringen. Ich werde es natürlich auch nochmal machen, aber ihr müsst es jetzt nicht hören. Also es geht los ohne euch. 3, 2, 1, Schnitt. So, erste Prüfung bestanden. Oh, Kacke. Rekord 1,34. Ja, meine Familie macht hier noch mit. Die hat das vor 2 Jahren mal gespielt. Vor 2 Jahren haben wir das alle mal gemeinsam gemacht. Das ist die Gesamt-Top 3. Das ist meine persönliche. Naja. Das war das, was ich eben gerade gemacht habe. Was ihr gesehen habt. Und das war das. Das ist das gerade direkt eben, also. Oha! Rechnen! Nein! Rechnen! Nicht doch! Ich hab Wochenende! Lass mich in Ruhe damit! Als nächstes kommt Rechnen 20. Schreiben Sie die Lösung zu den Aufgaben links. Möglichst schnell. Ach nö, auch noch möglichst schnell. Naja, gut. Das wird jetzt peinlich. Los geht's!
Ja, hier durftet ihr gerade eine kleine Montage sehen. Ich sag mal lieber nichts dazu. Geistiges Alter 80. Sie können von 1 bis 120. Ich kann doch gar nicht bis 120 zählen. Wie soll ich das denn schaffen? Ich kann doch nur von 1 bis 10 zählen. Wie geht denn das? Ich kenne die Zahl 120 doch gar nicht. Was ist denn das? 100? Wo liegt denn das? Na gut, na toll. Wie zähle ich denn jetzt, 1, 2, 3, 4... Eine Minute, 37 Sekunden später. Hä? Nee, geistiges Alter entspricht 55 Jahren. Na ja, gut. Besser als vorher. Das Gehirn mit und so weiter hat er schon mal gesagt. Okay, ja. Von 80 auf 55 ist ein Fortschritt. Nur Training. Rechnen 20 haben wir schon. Da gibt es auch noch Rechnen 100. Oha. Dazu musst du ja bis 100 zählen können. Ja. Lesen und das andere müssen wir noch freischalten. Okay. Ich würde mal sagen, da lese ich mal ein bisschen. Oha. Lesen Sie jeden Tag einen Text laut. Rühren Sie weiter, um die Seite umzublättern. Können Sie nicht laut lesen, dann lesen Sie bitte leise. Also, es geht los. Okay. Schriftgröße, ja, komm nochmal. Okay. Dann lese ich euch jetzt mal was vor. Okay, los geht's. Wilhelm Raabe. Wunigel. Erstes Kapitel. Die Stadt liegt, sagen wir, ganz genau mitten in Mitteldeutschland. Aber glücklicherweise erinnern wir uns noch gerade zur rechten Zeit jenes Pfaffen, dem Eulenspiegel nachwies, dass er der geistliche Herr des Zentrums seiner Kirche keineswegs ganz genau zu treffen wisse und hüten uns wohl eine Wette in Betreff der absoluten Richtigkeit unserer geografischen Breite und Längenbestimmung anzubieten. Es ist aber eine feine, alte, gar nicht unbedeutende Stadt und während das selbst noch außerhalb dieser Geschichte zu tun hat, der findet sie wohl auch ohne Polhöhe und Meridianberechnung mit Hilfe der ersten besten Post- und Eisenbahnkarte sowie eines Eisenbahnbilletts. 2000 Jahre später konnte zum Frühling bis zum Herbst ein Innen zwischen Haus und Haus eine vollständige Flora Muranis zusammenstellen. Und wenn man auch die Mose dazu nimmt, so kann man dreist behaupten, dass auch den Winter durch das Treiben und Blühen an ihnen wahrlich nicht ein Ende findet. Ende. Persönlicher Rekord. Pro Sekunde 2,7 Silben. Das ist aber ziemlich langsam. Okay. Radfahrer. Kling, kling. Ein Radfahrer ist, glaube ich, nicht sehr schnell. Versuchen Sie demnächst einen dieser Rekorde zu verbessern. Und so weiter und so fort. Hinweis zum Gehirn. Frühstück. Was? Frühstück habe ich schon gegessen. Ja. Stempel. 25. Klatsch. Okay. Sie haben schon einen Stempel. Die neue Übung Merken wurde freigestellt. Okay. Dann merken wir Grafik. Kann ich mir noch angucken. Okay, das ist noch nicht viel. Nach einer Zeit ist dann so eine... Dann hier so eine Grafik mit Hebungen und Senkungen auf dem linken Bildschirm zu sehen. Den Rest habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Das muss ich erst mit mehreren Übungen, mehreren Stempeln freischalten. Also jeden Tag üben und dann hat man dann irgendwann hier noch Stempel für die Trainingsdinger hier, um das hier freizuschalten. Dann gibt es noch ganz lustige Sachen, die man da spielen kann. Aber nicht mehr in diesem Let's Play. Eine weitere Option ist... Der Sack schläft. Einstellungen, Namen ändern und hier irgendwas, was ich noch nicht antippen kann. Was ist das? Oh, die Credits. Na gut. Zieht sie euch rein. Das sind die Leute, die bei dem Spiel mitgewirkt haben.
Sind nicht sehr viele. Nicht so viel bei anderen Spielen. Ja, ich würde mal sagen, das zu dem kleinen des Test. Ich würde mal sagen, gibt ein hier Satoru Iwata. So. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, sollte es euch irgendwie gefallen haben. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr neu auf dieser Kanal seid und ja keinen weiteren Part von irgendeinem anderen Let's Play verpassen wollt. Ihr habt euch wohl haut drinne. Oha! Und das wollen wir nochmal machen. Ein Aal soll ich zeichnen. Okay. Ja, Gesicht. Ein Drachen. Die Flügel, hier der Kopf. Ich kann halt irgendwie gar nicht zeichnen. So, hier der Schwanz. Feuer. Perfekt. Ein Weihnachtsmann. Pff, ist doch gar nicht mal Weihnachten. Hier, Weihnachtsmannschuhe. Hab ich gelöscht. Schuhe, hier. Ein paar Schuhe, da geht's hoch. Hier ist ein dicker Bauch. Hier die Arme. Ich kann halt irgendwie gar nicht malen. Hier nur irgendwie, ja, Beine hier. Ein Gesicht, hier die Mütze. Hier eine Coca-Cola in die Hand. Ich mal halt wirklich ein kleines, ein Kleinkind, ein kleines Kleinkind, irgendwie ein Zeitlässler. So. Charakteristikum, langer Körper. Ach so, so sollte ich den malen. Ja, so perfekt kann ich natürlich auch nicht malen. Flüge. Bart. Ja gut, oh scheiße, den Bart habe ich vergessen. Auf jeden Fall, meins ist besser. Ich finde meinen Weihnachtsmann besser. Und konnten sie die Bilder ohne Probleme malen? Thank you.